Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nier Replicant. Beim letzten Mal haben wir zu Papa Nier ein bisschen durch ein paar Kampfherausforderungen gekämpft und dann auch das erste Schlüsselfragment mal wieder gesammelt. Und zwar diesmal mit ein paar zusätzlichen kleinen Dialogen und Szenen, bei denen wir die Stimmen der Schatten ein bisschen hören konnten. Ein bisschen deren Sicht der Dinge ja gezeigt bekommen haben. Und das wird sich jetzt natürlich durch die anderen Gebiete auch noch weiter durchziehen. Das werde ich, wie gesagt, ein bisschen in kleine Stücke schneiden. Also werde davon nicht mehr so viel sehen, vor allem gameplay-technisch, aber... There! Where'd they go? Es passiert schon noch sehr, sehr viel hier jetzt. Get him! Don't let him escape! Ja. Das fängt schon mal direkt ganz anders an als beim letzten Mal, ha? Huh? In einer ganz, ganz anderen Szene. Und da kommt der Roboter, den wir bekämpft haben und den wir auch wieder bekämpfen werden. Military Defense Robot, Key 33. You are an intruder. You must be eliminated. Error. There is something leaking from your eyes. What is crying? Who is mom? My creator is also dead. He perished hundreds of years ago. 874 years, 10 months, 14 days, 4 hours. Ich muss aber direkt sagen, das ist erstaunlich, erstaunlich spät. Also wir sind ja jetzt 1400 Jahre circa in der Zukunft. Das heißt, das war gute 500 Jahre in unserer Zukunft, also 2500 oder so war das erst, als er gestorben ist. Das ist interessant. Habe ich bisher nie so wirklich drüber nachgedacht. I am incapable of being normal. Or missing others. Or crime. You will die. War das nicht dein Plan, dass du den kleinen Schatten umbringst? Hast du es nicht gerade selbst gesagt? Why will they kill you? Weil er ein Eindringling ist, das hast du selbst gerade gesagt. I will not permit the humans to kill Khalil. Military Defense Robot P-33 will protect you. P-33 is charged with defending others. P-33 will defend Khalil. Ich hab mich eigentlich darauf geeinigt, dass ich die Texte von den Schatten vorlese, ne? Ich kann mich auch jedes Mal nicht entscheiden irgendwie. Ach, hurra, danke Roboter. Und da wir jetzt Freunde sind, nenne ich dich Pipi. Das ist kein guter Name. Das ist wirklich kein guter Name. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Habe ich immer noch eine Zeile von ihm vorgelesen. Ist doch auch schön, oder? Lohnt sich doch. Ja. Das waren dann wohl die beiden, die wir bekämpfen müssen. Die ganz, ganz bösen Maschinen. Man, there's gotta be tons of machinery here. Yeah, but I don't know how much we can actually use. Oh, wow. Check this out. It looks brand new.
Hey, be careful, all right? This place is dangerous. Das ist alles ganz sicher nicht umgekippt, weil er über das Rohr gesprungen ist und es dadurch zum Rollen gebracht hat. Nein, das ist der Roboter und der kleine Schattenmann daran schuld. Oh, no. Ganz offensichtlich. Die haben deinen Bruder umgebracht. Lass dir nichts anderes einreden. Du bist an nichts schuld hier. Roboter sind böse. Das hätte man halt auch, ja, beim ersten Mal schon mitbekommen können, denke ich mal. Würde ich behaupten jedenfalls, dass der Roboter nicht echt nichts dafür konnte, was hier passiert ist. Der stand da halt einfach nur rum. Jacob! Oh Gott, this can't be happening! Jacob! Jacob! Du reißt ihm schön den Arm aus, ha? Huh? Ja, ja, ich weiß. No! Ist halt wirklich so, er hat einfach nur den Roboter gesehen und war für ihn der erste Schuldige, ne, den er irgendwie sich ausmalen konnte. Roboter war da, als mein Bruder gestorben ist, Roboter ist schuld, Roboter muss sich töten. Und gucke ich jetzt ganz böse. Ja, ich hasse ihn. Ich hasse ihn sehr. Den kleinen, dummen Jungen. Auch wenn er größer ist, hasse ich ihn immer noch. The noise of the intruders caused the structure to fail. They should have proceeded with more. Ja, sehe ich nämlich genauso. One intruder has perished. Ach, das ist schrecklich. Ich denke nicht, dass sie mich jagen wollten. Sie schienen nett zu sein. Ja, nein, er ist ganz und gar nicht nett. Vertrau mir. Er hätte ihn sofort umbringen sollen, ganz ehrlich. Das wäre die bessere Wahl gewesen. Jetzt konnte er sich noch nicht richtig wehren. Also gut, bereit. Was ist ein Schiff? A large seagoing vessel that carries freight and passengers. Yippie, du bist toll, Pipi. Du hast schon viel gelernt. Ein grauenhafter Name, holy shit. Ich glaube, im Englischen ist halt BP. Einfach, also mit B am Anfang. Warum nicht einfach so? Warum? Ja, okay, lass mir das. You have helped to expand my vocabulary. You have instructed me in the ways of the outside world. Naja, es gibt eine Menge Sachen, die ich selbst nicht weiß. Vielleicht sollten wir von hier weggehen und die Welt erkunden. Ja, ihr seid Freunde. Das stimmt, klasse, das wird lustig. Das wird sehr, sehr lustig. Ja, oh ja. Gut, ich war jetzt schon Materialien sammeln tatsächlich, in der Zwischenzeit. Also ich musste ja wieder mal die Waffe reparieren lassen. Die Waffe, die ich schon hatte, auch schon im reparierten Zustand. Jetzt habe ich sie nochmal bekommen und muss sie nochmal reparieren lassen. Und ich werde sie weiter nicht nutzen, weil ich sie nicht haben will. Aber, hey, das habe ich schon mal erledigt direkt. Das wäre es hier mit dem ersten Abschnitt schon gewesen. Genau, und wir müssen jetzt mal weggehen und was anderes erledigen. Und zwar würden wir jetzt natürlich den Märchenwald machen. Das Ding ist, ich habe den Märchenwald jetzt in der Zwischenzeit schon gemacht, tatsächlich, aus Versehen. Das ist einfach passiert, weil ich aus Versehen beim Sidequest dahingegangen bin. Das heißt, wir sehen uns gleich, würde ich sagen, beim Adlerhaus direkt wieder. Ach ja, und vielleicht sollte ich noch dazu sagen, im Märchenwald bin ich es verpasst oder so. Also, sonst hätte ich das natürlich nochmal irgendwie neu gemacht. The village. It's home to so many terrible little memories. Warum sprichst du mit Wes? Warum sagst du nicht einfach noch Uhu dahinter, wenn du schon dabei bist? Shut up, shut up, shut up! Beruhig dich bitte, keine, beruhig dich bitte. Ja, also im Märchenwald ist jedenfalls nichts Neues passiert auf der B-Route. Das ist das einzige Gebiet, in dem nichts Neues dazukommt, weil man da ja auch nichts mit Schatten zu tun hat oder so. Deswegen, was soll man da schon Neues sehen? Und so. Was? Du hast jetzt einen Küken mit nach Hause gebracht? Es piept ständig und läuft mir hinterher und es ist süßer als alles, was ich je gesehen habe. Warum schreibst du so viel in Caps in den neuen Sachen? Aber es ist so süß. Ich mag die neuen Tagebucheinträge sehr gerne. Die gab es definitiv früher noch nicht. Das ist so schön. We do not desire. We do not desire needless conflict. If we can continue to live with humans, then we can continue to live peacefully. But that young man will come. Yes, the young man will come. He will kill us all, women and children included. What should we do? What can we do? Ja, was können wir bloß dagegen tun, ha? Ich glaube nicht, dass ihr mich großartig aufhalten könnt. Ich werde euren Markt besuchen. Ja, eigentlich hätte ich ihn nur besucht, eigentlich hätte ich bei euch eingekauft. Das wäre eigentlich ein Set gewesen, aber ihr wolltet unbedingt gegen mich kämpfen. Eigentlich hätte ich nichts gemacht. Na gut, früher später schon, weil ich meine, ich wollte ja das Schlüsselfragment, ich brauchte das Schlüsselfragment. Trotzdem weiß ich nicht, ob, naja,
uns einzuladen und uns dann in eine Falle zu locken, um uns anzugreifen und zu töten, unbedingt die beste Möglichkeit war, um unnötige Konflikte zu vermeiden. Das ist auch nur meine Meinung jetzt. Ich glaube, hier in dem Gebiet gibt es auch relativ wenige neue Szenen oder so. Deswegen, ich finde den Adlerhaus, muss ich zugeben, insgesamt von der Story her am langweiligsten. Also da gibt es irgendwie am wenigsten da noch Neues auf der neuen Route und so. Vielleicht mit dem verschollenen Schrein zusammen. Das sind so die beiden, die für mich unten auf der Liste sind wohl. Aber hier ist es halt zumindest so, dass man, ja, jetzt durch den Kontext, dadurch, dass man weiß, was es mit Schatten auf sich hat, natürlich nochmal ein bisschen einen anderen Blick darauf hat, dass die Menschen hier von Schatten besessen wurden und so weiter und so fort. Natürlich tust du das und ich glaube, keiner hat auch nicht so viel dagegen, die ganzen Dorfbewohner hier abzuschlachten. Genau, manche sind immer noch Menschen, also seid vorsichtig. Oh nein! Das ist halt, ja, so das Interessante an dem Gebiet, glaube ich, das nochmal so zu betrachten jetzt auf jeden Fall. Ich glaube, ich will einfach hier hinten hin, ne? Gerade. Ja, ja, genau. Wo ist denn das? Hier oben? Ich will halt so keine gerade. Weil ihr uns eingeladen habt, wie gesagt. So. Get out of here! No way! I'm not gonna abandon my own sister! Kaine, what's going on? Don't be fooled by this lady. She's a shade! Schlimmste daran finde ich halt weiterhin einfach, dass... Ja, das sind wir vielleicht. Vor allem Kaine, vielleicht. Ich meine, Kaine kann sie halt wirklich verstehen, die Schatten. Kaine hat eigentlich keine Ausrede so wirklich, oder? Weil ich weiß nicht, wie viel sie über wirklich Project gestaltet, bla bla, weiß noch über, dass die Schatten die wahren Menschen sind, so, das, da bin ich mir nicht so sicher. Aber trotzdem, selbst wenn sie nicht weiß, dass es die wahren Menschen sind, weiß sie, dass diese Viecher auch Gefühle haben und so und auch, ja... rationale Gedankengänge führen können. Aber gut, vielleicht blickt sie auch ein bisschen anders darauf, weil sie selbst von einem Schatten besessen ist, gegen ihren Willen. Vielleicht denkt sie deswegen, dass die anderen Leute hier auch alle nur unfreiwillig besessen sind und das gar nicht wollen. Ja, was vielleicht auch teilweise wahr ist. Ich bin mir nicht so sicher. Weil ich meine, die in Adlerhaus versuchen jetzt wirklich hier scheinbar Seite an Seite mit den Schatten zu leben. Aber trotzdem, weiß nicht, ob die Replikanten unbedingt hier deswegen ihre Körper völlig aufgeben wollten. Naja. Hey, Schatten, ist halt die Frage. Wer von uns sollte wirklich sterben, wenn nur einer von uns überleben kann? Haben dann die ursprünglichen, in Anführungszeichen, wahren Menschen, die das ganze Projekt gestanden haben, ihr Recht? Ja, ein Recht darauf, ihre Körper zurückzubekommen? Oder sind sie selbst daran schuld, dass sie... Da wollte ich nicht hochklettern tatsächlich. Oder sind sie selbst schuld daran, dass sie uns erschaffen haben? Dass wir jetzt ein eigenes Bewusstsein entwickelt haben? Haben sie überhaupt noch das Recht, uns das wieder wegzunehmen, was sie uns gegeben haben? Okay, ich bin schon kurz vor Ende des Bosskampfs mittlerweile. Es ist wirklich nicht viel Neues passiert hier, wie gesagt. Aber eine vielleicht ein bisschen blöde Frage. Ich könnte auch selbst nochmal nachgucken nach dieser Folge. Vielleicht, aber... Sind diese komischen Feen neu, die da rumfliegen? Ich kann mich absolut nicht daran erinnern, die jemals gesehen zu haben. Weil das sind Feen. Die haben Flügel. Die schlagen mit den Flügeln. Oder? Weil es gibt Feen in Drakengard. Weiß nicht, ob die neuen hinzugefügt wurden, vielleicht, um da nochmal drauf anzuspielen. Und dann könnte man dann langsam mal fragen, was die Feen in Drakengard sind. Wenn das quasi so eine Sammlung der ganzen Schatten ist, also eine Sammlung von mehreren Gestalten, also die Sammlung von ganz vielen Menschen, die sich hier zu einer großen Kugel irgendwie vereint hat. Keine Ahnung, was genau hier passiert ist. Darum fliegen irgendwelche Feen. Ha. Das ist gerade nur so eine Frage, die ich mir persönlich stelle, aber ich gucke nochmal nach, ob man das, ja, entweder ob man das schon auf der A-Route gesehen hat und dann vielleicht auch noch, ob es das im Original schon gab. Weil da kann ich mich absolut nicht dran erinnern.
Es wurde ein erfolgreicher Tesla entdeckt und interniert. Die Kooperation des Exemplars wurde aufgrund zuvor getroffener Vereinbarung erbeten. Die Behandlung des Exemplars wurde unter Fluss weitergeführt und das war viel zu viel Text. Holy shit. Und jetzt kommt es wieder zu einer großen, großen Explosion. Also wie gesagt, hier gab es wirklich nicht so viel Neues. Das Gebiet hat kaum eine richtige Geschichte. Hier ist es hauptsächlich interessant, dass man jetzt den richtigen Kontext dafür hat, dass man, ja... Ob man jetzt Schatten oder Menschen umbringt, ist vielleicht nicht so der große Unterschied, dass sie so Gedanken machen wegen, naja, das sind nur Menschen, die von Schatten infiziert sind, keine Sorge, das sind, die, wir müssen sie retten, bla bla, keine Ahnung. Ja, bitte steh auf und geh weg, das ist, glaube ich, keine gute Idee, da zu bleiben. Erstmal auch eine unfassbar beeindruckende Szene einfach. Text. Wisst ihr noch, als ich vor 2 Folgen gesagt habe, das war jetzt im Text, keine Sorge, Text ist vorbei. Wir sind fertig mit Text, es kommt nie wieder Text in dieses Spiel, also außer in den Dialogen, aber na, ihr wisst, was ich meine. Well, scheint, als gäbe es neuen Text. Unkontrollierbare Magie. Ich muss die Menschen beschützen, die ich liebe. Das war mein einziger Gedanke, als ich eine Magie entfesselte, die stark genug war, nicht nur den Schatten zu vernichten, sondern auch alle anderen. Einfach alle. So viele Unschuldige. Zerstören, vernichten, zerschmettern, töten. Dies sind die dunklen Impulse, die alle anderen Gedanken verdrängen. Es sind Wesen, das als magische Waffe erschaffen wurde, sind dies... meine Instinkte. Vielleicht ist es auch besser, sich auf sie zu verlassen. Emils Traum. Amoklauf. Oh, das ist ein sehr, sehr beruhigender Name direkt. Das könnte tatsächlich etwas aus der... Ja, das ist auf jeden Fall irgendwas aus der Kurzgeschichte. Geil. Ein Hupe ertönt aus den Tiefen des Labors. Dicke Metalltore rasseln herunter, regeln den Raum mit metallischen Poltern ab. Experiment abbrechen. Nummer 6 ist außer Kontrolle geraten. Alle Mann sofort raus. Raus hier! Die Worte des Forschers werden abrupt abgeschnitten, als eine gewaltige Hand sich aus der Dunkelheit materialisiert und ihn hochhebt. Der Forscher beginnt zu schreien. Er schreit und schreit. Das Geräusch hallt von den Wänden des Labors wieder, bis die Hand zudrückt und den Raum in ein tiefes Rot taucht. Seine übrigen Kollegen stehen regungslos mit offenem Mund da. Sie können nicht verarbeiten, was sie gerade gesehen haben. Dann geht eine Wissenschaftlerin einen Schritt zurück und lässt sein Herz... zerreißenden Klageschrei los. Das ist ein großer Fehler, den er schreien lässt, ein schreckliches Monster erscheinen. Sein Körper ist ein aufgedunsener Leichnam, sein Kopf ein grinsender Totenschädel. Und es ist gewaltig, mehrmals so groß wie ein Mensch. Der Kopf baumelt von einer Seite zur anderen, als auf allen Vieren durch den Raum stampft und dabei an die wilden Bewegungen eines elendiglich verhungernden Tieres erinnert. Diese Kreatur, dieses Ding, ist die experimentelle Waffe Nummer 6, auch bekannt als Halua. Nein, oh nein, bitte aufhören! Oh Gott, rette mich! Ich will nicht sterben! Einer nach dem anderen verstummt die irren Schrei der Forscher. Sollte Nummer 6 ihre Bitten verstehen, so wird ihnen keine Beachtung geschenkt. Stattdessen setzt das Monster seinen Amoklauf der Zerstörung und des Abschlachtens mit einer Konzentration fort, die schon an Besessenheit grenzt. Nach einer Ewigkeit nehmen die Schreien Ende, der Lärm verstummt. Und erst dann macht die Kreatur ein Geräusch, soll mit einem unfassbaren Brüllen auf, das die leeren Räume des blutgetränkten Labors rauf und runter schallt. Es ist ein Laut, der jene verflucht, die es gewagt haben, etwas derart Böses in die Welt zu setzen. Und trotzdem eines, das auch Hilfe sucht. Die Schritte von 2 Fußpaaren sind in einem ansonsten stillen Flur in der ersten Etage des Labors zu hören. Das eine Paar gehört einem jungen Mann, dessen Augen verbunden und Hände gefesselt sind. Das andere Paar gehört einem ernsten Mann in einem langen weißen Kittel. Der Mann zerrt den Jungen an einer langen Kette mit sich, die über den Handschellen an seinen Handgelenken verbunden ist. Überall in dem Flur liegen Trümmer herum und machen es einem Jungen, der nicht sehen kann, sehr schwer voranzukommen. Entschuldigung. Könnt ihr vielleicht etwas langsamer gehen, Herr? Ich bin nicht daran gewöhnt, mit verbundenen Augen zu gehen und... Anstatt anzuhalten, erhöht der Mann nur das Tempo.
und versucht mitzuhalten, stolpert der Junge. Hab bitte, Herr, ich kann nicht. Halt deinen verdammten Mund, schreit der Mann und zieht so fest an der Kette, dass an den Handgelenken des Jungen blutige Striemen zurückbleiben. Diese letzte Demütigung ist zu viel und der Junge kann seinen Sturz nicht mehr aufhalten. Ohne sich abfangen zu können, stolpert er auf den Boden und schlägt mit dem Kopf auf einem Haufen Schutt auf. Blut läuft sein blasses, verängstigtes Gesicht hinunter. Vor Schmerz gequält, öffnet der Junge ungewollt seine Augen. Die fallenden Bluttropfen geben ein seltsames Knacken von sich, bevor sich in kleine, weiße Steine verwandeln. Mach deine verdammten Augen zu, brüllt der Mann. Ja, Herr, schreit der Junge, seine Lider wieder zusammenpresst. Ganz ehrlich gesagt, mach die Augen wieder auf und guck ihn an, verdammt nochmal. Ganz ehrlich, er war nicht bewusst, dass die Augenbinde bei dem Sturz heruntergerutscht war, aber jetzt hält er seine Augen so festgeschlossen, dass er Sterne vor dem Dunkeln seiner Augen sieht. Der Junge heißt Emil, auch bekannt als Nummer 7. Er ist eine magische Waffe, seine Augen können alles, das sie anblicken, in Stein verwandeln. Sieh mich auf keinen Fall an, bellt der Mann. Ich blicke jetzt zu Boden, gib mir nur einen Augenblick. Anstatt abzuwarten, drückt der Mann Emils Gesicht mit einem schweren Stiefel zu Boden. Herr, halt, ihr tut mir weh. Augen und Mund bleiben geschlossen, los! Der Mann weiß, dieser Junge, diese Waffe, könnte mit einem einzigen Blick auslöschen. Und doch erleichtert es ihn, den Jungen auf diese Weise zu unterdrücken. Anschließend beugt sich der Mann hinunter, knotet die Augenbinde fest um den Kopf des Jungen. Also gut, auf die Füße, lass uns gehen. Emil stellt sich wankend hin und versucht, die rote Flüssigkeit zu ignorieren, die sein Gesicht herunterläuft. Das Blut ist egal. Der Schmerz ist egal. Wichtig ist nur, den Auftrag zu Ende zu bringen, den sie ihm gegeben hatten. Die zweite Etage des Labors ist in einem noch schlechteren Zustand als die erste. Überall liegen Trümmer herum, was es unmöglich macht, irgendwo ordentlich Halt auf den Füßen zu bekommen. Als der Mann auf Schutt blickt, der mit einem tiefen Rot überzogen ist, muss er plötzlich an warme und klebrige Brownies denken, die mit Erdbeersoße übergossen sind. Das klingt doch angenehm. Sein Magen knurrt und als er versucht, seinen Blick abzuwenden, landet dieser auf den Überresten eines Menschen, der in etwas verwandelt wurde, das man nur noch als dicke Fleischmasse bezeichnen kann. Der Mann blinzelt, sein Verstand wird seltsam leer, bevor er schließlich versucht, genau zu bestimmen, wie viele Menschen geopfert werden mussten und die verstreuten Fleischhaufen um ihn herum zu erzeugen. Einen Moment später hört er ganz auf zu denken, fast so, als ob sein Verstand begriff, wie töricht es ist, solche Gedanken zu hegen. Das restliche Stück kannst du alleine gehen, sagt der Mann mit einer Stimme, die viel schwächer ist, als es ihm passt. Ich meine, was ist das für eine Sache? Du bist nicht einmal ein Mensch, du bist ein Monster. Das ist doch genau, was ihr wollt, oder nicht? Das schreie ich doch jetzt nicht. Damit wirbelt der Mann herum und sprintet den Flur entlang. Der hilflose Emil hört einfach nur zu, wie die Schritte des Mannes in der Ferne verstummen. Emil befindet sich allein in einem Raum voller Gestank nach Tod und Blut. Einen Moment lang überlegt er, ob er die Augen öffnen soll. Aber der Gedanke an die Schrecken, die ihn dann erwarten, machen seinen Plan schnell zunichte. Stattdessen steht er einfach nur da und lauscht intensiv. Letzten Endes erreichen ferne Geräusche seine Ohren. Das ist das Heulen, das ich zuvor schon gehört habe. Mir geht weiter und nutzt den Klang der fernen Stimme zur Orientierung. Es ist fast so, als ob sie ihn nach Hause rufen würde. Als sie mir die dritte Etage erreicht, orientiert er sich ebenso viel nach Gedächtnis wie nach Geräuschen. Seine Hände und sein Gesicht sind mit frischen Wunden von zahlreichen Stürzen übersät. Aber jedes Mal, wenn er ans Aufgeben denkt, erinnern seine Gedanken wieder zu seiner Schwester. Wir haben gemeinsam gelernt. Wir haben gemeinsam Kekse gegessen. Kekse! Wir haben sie nicht mehr fallen gelassen. Wir haben gemeinsam geweint. Wir haben gemeinsam gelacht. Und manchmal wurde ich nur angeschrien. Deshalb war ich nie alleine. Das Zusammensein hat mich stark gemacht. Für Emil war seine Schwester sein ganzer Lebenszweck. Mit diesem Gefühl im Herzen macht er weiter, einen langsamen Schritt nach dem anderen. Endlich nähert Emil sich einer bestimmten Experimentekammer im tiefsten Teil des Labors. Das Heulen ist uns sehr nah und als er den Schalter berührt und die Tür zur Kammer öffnet, denkt er an seinen Auftrag. Nummer 6 ist die ultimative Waffe. Sie ist seine Schwester und er muss sie in Stein verwandeln. Langsam öffnet sich die Tür und enthüllt die gewaltige Inneneinrichtung der Experimentekammer.
Nach ein paar Schritten nimmt Emil die Augenbinde ab und öffnet langsam seine Augen. Seine Schwester schleicht vor ihm herum, aber sie sieht ganz und gar nicht wie das Mädchen aus, das er einmal kannte. Stattdessen sieht er zwischen den zerfetzten Überresten der Forscher eine wilde Bestie auf allen Vieren. Das Ding, das einmal seine Schwester war, anhält und den Kopf in Emils Richtung neigt, konzentriert er seinen Blick vollständig darauf. Eine Reihe sanfter Knirschgeräusche ertönen aus der Kreatur, während seine Magie ihre schreckliche Arbeit verrichtet. Zuerst die Finger, dann die Hände, Arme, Beine, Kopf. Das bisschen Farbe, das Unwesen noch hat, verblasst zu einem fahlen Aschgrau. Und doch sammelt die Kreatur ihre letzten Kräfte und dreht sich, eine langsame und schwerfällige Anstrengung nach der anderen, langsam zu Emil um. Jaulend nähert sich das gewaltige Monstrum. Macht sie sich Sorgen um mich? Oder will sie mich töten? Emil ist bereit, beides zu akzeptieren. Immerhin war sie seine ältere Schwester, die Person dieser Welt, die er am meisten geliebt hatte. Halua, ich. Als Emil spricht, bleibt Nummer 6 plötzlich stehen. Schnell erfüllt die Kammer, als die Geschwister sich gegenseitig anblicken. Es tut mir leid, Halua, aber alle sagen, du seist zu gemächtig. Sie sagen, es sei zu gefährlich. Es sei denn, ich sperrte dich weg. Es tut mir so leid, aber warum hörst du denn auf die Leute? Die Leute, die dich so erniedrigen, dich zu Boden drücken und weiß ich was mit dir machen. Die das aus euch gemacht haben und trotzdem wie Monster behandeln. Wenn Emil zusieht, wie ihr Körper wieder zu Stein wird, war Nummer 6 in absoluter Stille. Es tut mir leid. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Das verstehe ich wirklich nicht, Emil. In dem Moment, in dem die Versteinerung von Nummer 6 abgeschlossen ist, fließen ihre Erinnerungen in Emils Verstand. Die beiden, wie sie sich in der Kälte zusammenkauern. Ganz allein in der Welt, niemand, der sie beschützt. Sie will doch nur ihren kleinen Bruder retten. Und doch war es dieser kleine Bruder, der auf eine gewisse Art und Weise sie gerettet hatte. In dem Moment, in dem die Versteinerung abgeschlossen ist, sinkt Emil auf seine Knie. Eine verschollene Schwester und ein kleiner Bruder, der mit Sünde beladen ist. Allein in diesem kalten Käfig weinen die beiden mit einer einzelnen stillen Stimme vor sich hin. Hat also irgendwie auch ein paar Erinnerungen von ihr übernommen, ha? Huh? Scheinbar jedenfalls. Es war unsere vereinte Macht, die Adlerhorst zerstörte. Also, gut, vielleicht ist es auch erst jetzt, dass er ein paar Erinnerungen von ihr bekommen hat, im Moment, wo sie ihr jetzt vereint wurden. Ganze Existenzen, ganze Leben, sogar Erinnerungen. Wir haben alles zerstört. Wir haben alles zerstört. Meine süße, sanfte Schwester hat sich in ein Monster verwandelt. Und dasselbe wird auch mit mir geschehen, da ich nun ihre Macht habe. Wir haben meinen Instinkt als Waffe mich besiegen und dabei zerstören werden. Wenn diese Macht jemanden verletzen wird, den ich liebe, dann... Okay, das war sehr schön. War nicht so lang, aber... Ja, das hat die ganze Adlerhorst-Story natürlich nochmal ein ganzes Stück interessanter gemacht, weil es geht hier nicht um Adlerhorst in erster Linie. Wie gesagt, das ist alles so ein bisschen nebensächlich gewesen. Wen genau wir jetzt hier umgebracht haben, ja, es waren halt Menschen, aber wen genau war eher nebensächlich. Es ging eher über den Kontrollverlust von Emil die ganze Zeit über. Und wie gesagt, ist immer noch so abgefuckt, wie ihm das jetzt einreden. Ist schon okay, du hast uns ja gerettet. Ist okay, dass du weißt, wie viele Menschen umgebracht hast. Das ist, ne, ist nebensächlich. Hauptsache, uns hast du gerettet. Deine Freunde. Really? Don't look back. Und vor allem sieh nicht gerade aus, bitte. In diesem Moment gerade. Das wäre, glaube ich, die sinnvollere Herangehensweise. Ja. Das war's. Dann auch schon hiermit, ha? Ja, tun wir das. Kehren wir zurück zum Schrotthaufen. Aber ja, das war eine sehr schöne kleine Szene. Auch wenn es so Text war, ja. Aber wie gesagt, ich finde die Textpassage eigentlich alle sehr, sehr gut geschrieben, immer.
Das war jetzt auch nicht exakt die Kurzgeschichte, die man damals hier im Grimoire lesen könnte. Wie gesagt, guckt gerne mal danach, wenn ihr die gerne lesen wollt. Das solltet ihr mittlerweile ziemlich spoilerfrei tun können, zum Großteil. 99% davon jedenfalls. Und ja. Aber es ist an sich ist es dieselbe Geschichte. Nur jetzt ein bisschen, ja, mit anderen Details und ein paar andere Sachen haben halt gefehlt. Wie auch immer. Wie gesagt, wir schauen noch den Brief. Und dann sehen wir uns gleich da wieder. Beziehungsweise vorher schauen wir einfach mal beim, seltsame Dingeladen vorbei, bevor ich es wieder vergesse, denn dieses Mal wollte ich ja gerne die Sidequest von dem Mann mit der roten Tasche abschließen, bevor es dann gleich wieder zu spät ist, denn ich glaube, wenn ich jetzt den Schrotthaufen fertig mache, ist es wieder zu spät und dauert dann wieder ab. Long story, please don't ask. Ja, ich sollte hier irgendwo sowas haben. Hier, bitte. Ist er denn rot? Ja, wie ich hörte, waren die früher mal sehr wertvoll. Aber heute interessiert sich niemand mehr dafür. Ehrlich gesagt, vergeude ich damit nur wertvollen Platz in meinen Regalen. Daher könnt ihr ihn kostenlos haben, wenn ihr möchtet. Rotes Juwel? Fragezeichen? Ich weiß nicht, was haben wir denn bekommen? Ich hätte es halt gerne gesehen. Ich meine, passt ja auch kaum sein Sortiment irgendwie, dass er ein Juwel da hat, aber... Ja. Danke, das hatte ich vor, tatsächlich. Ich meine, was könnte das bloß sein? Wir werden es vielleicht gleich erfahren. Vielleicht ist es halt wirklich irgendwas ganz Absurdes. Und absolut kein Juwel, aber ich lasse mich überraschen. Wird auf jeden Fall nicht gut laufen. Da bin ich mir relativ sicher bei den beiden. Welcome to Seafront. Ja, ich kenne Meeresfront. Hi. All hurry and get the apples and flowers together. So, what say you just head on over to my place? See you soon. Wohnt's? Ach, klar weiß ich, wo er wohnt. Da stand er ja mehrmals vor der Tür, weinend. Oder seine Frau stand auch mal weinend vor der Tür. Oh, es wird doch bald wieder weinend vor seiner Tür stehen. What a journey, oh Mann. This has been. Let us make for the couple's home at once. Ja, machen wir das. Ah, da steht sie ja schon bereit, tatsächlich. Hi. Look who it is! Oh, I remember the two of you. And we most certainly recall you, madam. That lover's quarrel you had back then was the stuff of myth and legend. Nicht du, Weiß? Ich dachte, du bist aus Mythen und Legenden, aber in Ordnung. Schnuckilein. Ja, Schnuckilein ist vielleicht besser als kleines Knödelchen, von daher, was soll ich schon sagen? Hey, Snookums. So, remember how I said I was going to make things up to you after that whole wedding anniversary fiasco? Well, I tried and tried, but I just couldn't remember what I promised to get you all those years ago. But I had these two gents help me out, and we put together a whole bunch of stuff we thought you might like. Warum erzählst du das denn alles? Warum hast du nicht einfach gesagt, ey, ich habe mir diese Sachen überlegt, die dir gefallen könnten, und nicht all das andere drumherum? Verdammt nochmal. Rotes Juwel, Fragezeichen, Punkt. Rote Blumen. Äpfel, die habe ich eigentlich gar nicht gehabt, aber klar, warum auch nicht? Huh. Well, I'm glad you put so much thought into it, but these are all wrong. Very wrong. What? When we went to all that trouble for nothing. Honey, the only thing I wanted was a nice home-cooked meal. Die Äpfel hat er selbst gekocht. Oder so. Back when we were newlyweds, you promised to make me a big feast of all your tastiest dishes one day. Remember? Huh. Now that you mention it, work has been so crazy lately that I haven't done much cooking at all. Hmm. I know how hard you've been working your little tushy off for my sake, Muffin. Ist es ein Igelchen? Was ist hier los? So, here's your punishment. You're making dinner tonight. And you two no, are going to join us. Warum werden wir auch bestraft? Wait, us? You sure? Of course I'm sure. It's the least we could do after all the trouble this big lug of mine put you through. Juhu! Mal sehen, ob es da friedlich zu sich gehen wird in dieser Nacht. I'm at a dining table filled with apple-based cuisine, red roses, and a single crimson star. Wie dramatisch das erzählt wird. Illuminated by candlelight. A married couple fills the room with joyous laughter. The scene fills me with an unfamiliar sense. Das mit Apfelgerichten killt mich einfach. Just a happy family gathered around the table. It feels so very normal. Ja, das sind wir gar nicht gewohnt, ne? I never thought I'd feel this way again. So I stuff my face with the great feast before me.
hoping it helps to hide the tears welling in my eyes. Wow. Hat hier wirklich ganz schön mitgenommen, ha? Huh? So, what did you think of my love muffins? Ja, war tatsächlich scheinbar ziemlich lecker. It was all delicious, ma'am. We can't thank you enough. And though it boggles my mind to say it, I greatly enjoyed the company and conversation. Sorry again for all the trouble, but I hope this lets you know how grateful I am. 3000 Gold. Naja, also ich bekomme für die meisten Quests mittlerweile in der zweiten Hälfte hier so 10.000 bis 20.000 bis mal 30.000, aber 3.000 sind auch ganz nett. Alles gut, doch ich weiß, du hast es nicht so mit Geld, ne? Also, ja. Für die Szene war es mir wert. Also, das war eine schöne Szene. Oh, and we'd just love to have dinner with you again sometime. Would we ever? Things get pretty boring when it's just the two of us. Oh, I'm sorry. Am I boring you? Halt die Klappe! Oh, wait, no, that's not what I meant, obviously. We've been down this road and know where it leads, lad. Ja, bitte, das reicht jetzt, wir können gerne gehen. Yeah, so, we're just gonna go. Thanks for dinner. Das war doch schön, das war sehr schön, finde ich. Where did that enormous ship even come from? Ja, dann würden wir uns jetzt wohl am besten einfach mal beim Schrotthaufen wiedersehen, würde ich sagen, ne? Genau. Ja, und da sind wir auch schon wieder. Tatsächlich gab es dann jetzt doch gar keine neuen Szenen, was ich anders in Erinnerung hatte, aber hey, wir wissen ja, was es hiermit jetzt auf sich hat, grob. Und wahrscheinlich sind im Bosskampf jetzt selbst auch mal ein paar neue Dialoge auf jeden Fall dazu gekommen. Davon gehe ich zumindest aus. Weil wir den Roboter ja schon vorher verstanden haben, nur wir haben es nicht unbedingt vielleicht ernst genommen, ne? Was er so gesagt hat, was er so von sich gegeben hat. Dafür haben wir jetzt halt ein bisschen mehr Kontext nochmal natürlich auch. Intruder detected. Scanning. Scanning. Exterminating. Denk doch daran, dass du selbst mal mit deinem kleinen Schatten da oben machen wolltest, ja? Das war dein erster Plan, ihn umzubringen, weil er ein Eindringling ist, ja? Ich wollte so gesagt haben, ja? Vielleicht sollten wir auch einfach drüber reden. Ach hey, ich will ja auch nicht reden. Da war ja was. Das Einzige, was mir wichtig ist, ist, dass wir genau den kleinen Schatten umbringen können. Look at the shade. That thing is commanding the robot somehow. Aim for the legs. Knock it down. Nein, ich hau einfach drauf. In der Luft am besten. Komm schon. Das klappt gerade nicht so gut irgendwie. So alles hier, was Schaden machen angeht. Ja, vielleicht einfach, wenn ich ein paar Speere auflade und rein da. Oh, das hat ein bisschen Schaden gemacht. Das reicht? Hast du Mitleid? Ach so, nee, du hast Angst. Must defend my mission. Ja, wir können beide nicht ohne einander leben, oder? Na gut, ich meine, es ist ein Roboter, klar, aber trotzdem. Ist ihm auch wichtig. Oh, damn it. That's a shade. Ja, keine Ahnung, wir wissen, dass es ein Schatten ist. Kill him. Kill him. Feel the hate inside you. Ja, Tyrann. Oh ja. Trotzdem auch eine sehr, sehr schöne Realisierung. Das ist ja ein Schatten! Ein Schatten, verdammt! Ah, jetzt hätten wir nicht schon weiß ich viele Schatten umgebracht. Aber gut. Das ist einfach wieder ein ganz besonders harmloser Schatten. Ich weiß auch immer noch nicht, wie er das macht. Also das kann ich euch wirklich nicht erklären, wie er diese Flügel herbeibeschwören kann. Aber das ist... Ich glaube, das soll einfach cool aussehen. Ich glaube, mehr steckt da gar nicht hinter unbedingt. This thing can transform. Das kannst du doch gerne versuchen. Ja, gleich fliegt er wieder los, ne? Genau. Wenn er auch dazu kommt, großartig. Holy shit, habe ich viel Schaden gemacht. Watch for falling debris. Look out. Escape. Ja, ich will eigentlich fliehen. Go. See the world. Mit,
mit dem kleinen Schatten gemeinsam die Welt anschauen. Must protect. Must fight. Das war ja deren gemeinsamer Wunsch, ne? Gemeinsam noch die Welt sehen zu können. Where do you think you're going? Aber dazu kommt es wohl leider nicht mehr. Willst du noch zurückkommen zu mir, vielleicht? Oder versuchst du nochmal ein letztes Mal zu flüchten? Komm runter. Ja. Willst du noch was sagen dazu oder soll ich dich jetzt aber umbringen? Ich weiß auch nicht, was das hier ist, also warum er sich plötzlich klonen kann. Also das werde ich euch auch nicht sagen. Ich verstehe sowieso nicht immer unbedingt, wie Schatten funktionieren, warum Schatten sich auch in komische Monster manchmal verwandeln können, also in diese großen Kreaturen sich vereinen können. Weiß nicht, was es damit auf sich hat. Ist okay, müssen wir einfach annehmen. Ja, fühlt sich richtig gut an, ne? Den kaputt zu schlagen, den Roboter. Fühlt sich richtig, richtig gut an. Bibi, es tut mir leid, ich bin nicht stark genug. Ich wollte für immer bei dir sein. Khalil, together, Bibi, alone. Bibi, cry. You. You stupid machine! You killed my family! You took everything from ja, me! Das war der Roboter definitiv, nicht du. Why did you have to be here? Why you? Why? Beautiful. What a perfect example of humanity. Ja, kann ich nicht verneinen unbedingt, ha? Komm schon richtig ab, Kind. Hey, come on. Just wait, you just leave it to... Look, we get it, okay? Ich find's immer noch geil trotzdem, dass, ja, er das auch so komisch findet, obwohl er sich ja genauso gegenüber Schatten verhält. Vielleicht nicht so komisch, vielleicht lacht er dabei nicht so komisch und so, aber der Punkt ist, eigentlich hat er genau dieselben Ansichten darüber. Nur hier findet er es komisch, weil es ja nur ein Roboter ist, doch kein Schatten, Mann. Was stellst du dich so an? Keine Ahnung. Das ist immer ein bisschen... Finde ich immer sehr, sehr lustig irgendwie. Hatred and madness will never heal a wounded heart. Maybe it's just all he's capable of right now. Revenge is a fool's errand. Yep. Wohl wahr, nicht wahr, Kaine? Yeah, I know. Ja, das war's dann jetzt hiermit. Damit. Maybe richtig. Popolis found some information about the Shadow Lord. Wollte ich gerade ansprechen. Da steht nämlich jetzt wieder der Abschnitt im Meeresfront an. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Vielleicht versteht ihr es mittlerweile auch, warum ich da so emotional wurde. Falls ihr das Spiel noch nicht kanntet. Auch wenn ich noch nicht wusste, was genau es damit auf sich hat. Natürlich weiß man, was so eine Richtung es gehen wird, grob. Und man konnte dann an den Sequenzen schon, finde ich, ganz gut erkennen, was da wohl so ein bisschen hintersteckt. Und hier kommt noch was Neues. Das ist neu. You know. Wie gesagt, da bin ich unfassbar hyped drauf. Ich bin unfassbar hyped auf die nächste Folge, das machen wir beim nächsten Mal. Ich freue mich sehr darauf, was auch immer da auf uns zukommen mag. Why was a shade hanging out with a machine? It appeared the creature was actually issuing orders to that mechanical minion. Do you think the shade had a reason for what it did? Actually. Ja, keine, komm schon. Look, it doesn't matter what a shade is or isn't thinking. All that matters is that we kill every last one of them. Right. Sure. Oh man. The idea of a shade trying to protect a robot is goddamn absurd. Still, you guys should be careful. What do you mean? If the shade inside me ever takes over, I'm probably going to attack. Das ist schon mal passiert übrigens, aber das ist am Rande. That's not gonna happen. Doch, das ist schon mal passiert. You are no shade. The lad is correct.
You are many things, hussy, but a shade is not one of them. Shades, for example, do not come equipped with such foul and scurrilous mouths. Mhm, Tyrion, was sagst du dazu? How about I cram your face up your own asshole, Book? Don't worry, Kaine. If your shade ever takes over, I'll stop you. You will you? Thanks, Emil. Oh, das ist ja schön, dass es zwischendurch solche kleinen neuen Szenen gibt. Auch wenn die nicht wirklich wichtig sind oder so, ne? Aber ist auch schön. Ich freue mich immer selber neue Sachen. Das ist alles. Ich habe keine Ansprüche. Hauptsache, es sind neue Sachen. Genau. Ja. Wie gesagt, beim nächsten Mal sehen wir uns einmal Popular wieder. Und gehen dann gemeinsam nach Meeresfront. Oh. Hype. 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 Bis dahin. Ciao. Autsch.